Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, so kann man das nicht machen. Das Thema ist zu wichtig, um es in dieser Form abzukanzeln. Eine Idee aus der Zeitung, schlampig recherchiert, mit einem Begründungstext aus der CDU-Phrasendreschmaschine, mit Wachstum, McKinsey, Schuldenbremse, das gelobte Land Bayern. Oder auch hier das TVG, was immer wieder erwähnt wird. Ich meine, Sie müssen ja schon selber lachen darüber. Das hat ja schon was vorweihnachtlich Komisches. Und ein Beschlussteil, der dann im Wesentlichen daraus besteht, dass die Landesregierung Geld in irgendwas pumpen soll, was überhaupt nicht näher definiert worden ist. So geht das nicht. In dieser Form machen Sie es den regierungstragenden Fraktionen nämlich viel zu einfach, einen solchen Vorschlag zu übergehen. Dabei sind die Ideen im Grunde gut. Sowohl die Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED, die sich durch Energieeinsparungen von selbst refinanzieren kann, als auch die Verbindung des Ausbaus des Netzes mit dem Ausbau von anderer Infrastruktur sowie das Evaluieren neuer Ausbaukonzepte für mobiles sowie leitungsgebundenes Internet sind ja sinnvoll. Ein kurzer Einschub sei mir an der Stelle erlaubt, um Missverständnissen vorzubeugen. Der Ausbau mit LTE kann nicht den leistungsgebundenen Breitbandausbau mit Glasfasern auch auf der letzten Meile ersetzen. Der ist immer nur eine Ergänzung und Erweiterung der Breitbandversorgung, auf die die Menschen in unserem Land ein Grundrecht haben. Aber zu den Fakten der beiden vorliegenden Anträge. Auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona wurde in diesem Frühjahr erstmals eine LED-Straßenlaterne durch die Hersteller Philips und Ericsson vorgestellt, welche eine Hülle enthalten, in die man einen Mobilfunksender integrieren kann. Die reduzierten Stromkosten der LED-Beleuchtung sollen die Kosten der Umrüstung selbst innerhalb von 8 bis 10 Jahren wieder einspielen, sagen die Hersteller. Die ersten Laternen sollen laut Anbietern noch dieses Jahr in den USA aufgestellt werden. Ein bereits weitflächiger Einsatz in den USA, wie der Antrag der CDU suggeriert, ist eine recht optimistische Beschreibung. Aber sei es drum. Natürlich hat die Technologie eine nähere Betrachtung durch das Land NRW verdient. Die Verengung auf das Produkt eines einzelnen Herstellers jedoch in einem politischen Antrag ist allerdings kritisch. Und pauschal Geld für ein solches Projekt zur Verfügung zu stellen, damit ist es natürlich nicht getan. Das Land betreibt weder selbst Mobilfunknetze, noch baut es Straßenlaternen oder unterhält sie. Für so ein solches Projekt braucht es Partner. Und ein korrekter Antrag würde die Landesregierung auffordern, diese Partner für ein solches Projekt mithilfe der Instrumente, die ihr zur Verfügung stehen, zu finden und zusammenzubringen. Der Wirtschaftsminister hat doch genau diesen viel gerühmten runden Tisch eingerichtet. Genau hier sitzen doch die Protagonisten eines solchen Projektes beisammen. Hersteller, Netzbetreiber und Kommunen. Und einige weitere Stellen hat die Landesregierung eingerichtet, die genau mit solchen Aufgaben betraut werden können, ein solches Projekt zusammenzustellen und zu unterstützen. Fordern wir doch genau das ein. Wir haben uns daher entschlossen, den vorliegenden Entschließungsantrag zu stellen. Wir nahmen die gute Begründung, warum der Ausbau des mobilen Internets so wichtig für unser Land ist. Ergänzen Sie um die notwendige Recherche und formulieren einen Beschlussteil, der hinreichend konkret ist, dass er umgesetzt werden kann, der aber auch andere Technologien und Ideen in den Blick nimmt, für die für Pilotprojekte geeignet wären. Inhaltlich kann man an unserem Entschließungsantrag dann nichts mehr aussetzen. Den Fortschritt verdanken die Menschen den Unzufriedenen, bemerkte einst Aldous Huxley. Wir alle hier im Haus sind unzufrieden. Unzufrieden mit dem gegenwärtigen Zustand des mobilen Internets in Nordrhein-Westfalen. Unzufrieden sind darüber auch die Bürger. Eigentlich sollte dies Grundlage genug sein, für unseren Entschließungsantrag Einvernehmen herzustellen, auch über Parteigrenzen hinweg. Also springen Sie ausnahmsweise mal über Ihren Schatten und stimmen Sie unserem Entschließungsantrag während der Ausschussberatung zu, weil er einfach vernünftig ist und weil er unserem Land und den Menschen und Unternehmen dort dient. Herzlichen Dank und eine schöne Weihnachtszeit.